Hi Leute, ich bin's Albert von WindowsArea.de und ich habe in den letzten paar Monaten das Lenovo Meek 630 als meinen täglichen Begleiter benutzt. Wo ich auch hinging und was ich auch arbeitete, das 12,3 Zoll Tablet mit dem Snapdragon 835 Smartphone Prozessor war immer das Gerät, das ich unterwegs benutzte. Ich habe demnach auch extrem viel Zeit verbracht mit Windows 10 ARM, habe die Eigenheiten und Einschränkungen des Systems gut kennengelernt und kann demnach auch meine Erfahrungen mit dem System hier sehr ausführlich schildern. Dennoch möchte ich erstmal mit der Hardware des Lenovo Meek 630 beginnen. Äußerlich schreit alles erstmal nach Surface-Klonen. Sieht man es sich aber genauer an, beginnt man die Unterschiede zu bemerken. Denn wenn man es aus dem Cover rausnimmt, ist es ein gewöhnliches 12,3 Zoll Tablet. Der Kickstand befindet sich im Tastaturcover und nicht im Gehäuse. Das Tablet hat ein wirklich schönes, schlankes und hochwertiges Design aus Aluminium. An der Unterseite ist es abgerundet, was mich ein bisschen an das Lumia 2520 erinnert. Und nach oben hin sieht es dann so aus, als würde das Gerät schlanker werden. Aber in Wahrheit sind nur die seitlichen Kanten etwas enger. Aber das Lenovo Tablet ist wirklich dünn. Unglaublich und ungewöhnlich dünn in Wahrheit für ein Windows 10 Gerät. Und dann gibt es eben noch dieses Tastaturcover, das wie auch der Stift übrigens zum Lieferumfang gehört. Das Cover ist auf der einen Seite genial und auf der anderen Seite manchmal furchtbar. Es ist der Inbegriff von Genie und Wahnsinn. Erstmal das Gute. Seht ihr diesen Kickstand-Mechanismus? Der ist genial. Wie lange gibt es dann schon diese 2-in-1 Tablets? Eigentlich seit dem Surface im Jahr 2012. Dazwischen gab es 2014 so Perversionen wie das HP Pavilion X2, der ersten Generation, dessen Tastatur/Kickstand ja furchtbar gewesen ist. Und Apple geht 2018 noch her und sagt, ja genau das. Das ist es, was wir für unser iPad Pro brauchen. Designed by Apple. Wieso ist in 6 Jahren Convertible? Und ihr müsst euch das vorstellen, da gibt's hunderte Designer und Ingenieure und ganze Produktteams bei Dell, Asus, Acer, Apple und wer nicht noch alles, die sitzen den ganzen Tag im Büro und tun nichts anderes als Tablets zu designen und keiner von denen ist draufgekommen, dass man den Kickstand von einem Surface auch einfach nehmen und in so ein Tastaturcover einbauen könnte, wie eben beim Lenovo Meek 630. Irgendwie lässt einen das schon am Fortschritt der Menschheit zweifeln. Aber zurück zum Review. Dieser Kickstand bietet eine vollkommen freie Einstellbarkeit des Neigungswinkels und hält das Tablet wirklich stabil, sogar im Schoß. Er ist genauso gut wie der am Surface Pro und damit eigentlich perfekt. Aber jetzt das Negative. Das Lob, welches sich Lenovo mit dem Kickstand verdient hat, wird aber schon von der Qualität der Tastatur ziemlich stark reduziert. Die Tastatur des Lenovo Meek 630 ist einfach nicht gut. Wenn man die Tasten nicht mit ausreichend Kraft trifft, reagiert sie nicht. Und so kommt es bei mir immer wieder mal vor, dass einzelne Buchstaben ausgelassen werden. Und ich musste mich stets darauf konzentrieren, ein bisschen fester und präziser zu tippen. Und das ist sicherlich sehr subjektiv, denn wenn ich tippe, hört man die Tastenanschläge selbst auf den lautesten Laptop-Tastaturen so gut wie gar nicht. Deshalb habe ich das Lenovo Meek 630 im Büro ein paar anderen Personen gegeben und die hatten gar keine Probleme damit. Kein einziger Tippfehler, wo ein Buchstabe verschluckt wurde. Und das sind gar nicht Leute, bei denen eine Laptop-Tastatur wie eine Schreibmaschine klingt. Ganz normale User eigentlich. Wenn ihr also einen härteren Tastenanschlag habt als ich, was ehrlich gesagt sehr wahrscheinlich ist, solltet ihr beim Schreiben keine Probleme haben. Mich persönlich hat es aber etwas geärgert, weil ich mich ein bisschen mehr konzentrieren musste beim Tippen. Wie gesagt, es ist sehr subjektiv, aber es war auch eine Sache, die ich nicht unerwähnt lassen wollte. Das Touchpad fällt für ein Convertible schön geräumig aus und es ist sehr präzise. Man kann alle Windows 10 Gesten nutzen, das Scrollen funktioniert perfekt und es ist schnell genug für den Alltag. Ein Touchpad ist generell ganz praktisch bei einem Tablet, finde ich. Auch im Vergleich zum iPad ist es manchmal einfach besser beim Schreiben zwischen den Zeilen klicken zu können, als das am Bildschirm mit den Fingern machen zu müssen. Apropos Bildschirm. Das Lenovo Meek 630 hat ein Full HD IPS Touchdisplay im 3:2 Format, also wie beim Surface. Das ist ganz gut für das Surfen im Netz, weil man da einfach in der Höhe ein bisschen mehr Fläche hat. Die Darstellung ist sehr gut und satt und die Kontraste auch. Screenbleeding lässt sich erfreulicherweise nicht feststellen. Das Display ist gerade hell genug, dass man im direkten Sonnenlicht noch was erkennen kann. Großartig ist es halt in der Sonne nicht, das muss ich zugeben. Ebenfalls nicht großartig in der Sonne ist die Windows Hello Kamera. Das Tablet erkennt euch per Gesichtserkennung, aber hier ist gefühlt eine schwächere Einheit verbaut als beispielsweise beim Surface Pro oder beim HP Elite X2. Das Einloggen ist ein bisschen langsamer und sobald etwas Sonne dazukommt, muss man den PIN-Code nutzen. Zu Hause, im Büro oder an einem bewölkten Tag draußen funktioniert Windows Hello aber perfekt, wenn es auch gefühlt ein Ticken langsamer ist als bei anderen High-End-Geräten. Und langsam ist wohl auch mein Stichwort, wo ich auch was zur Performance sagen sollte. Zugegeben,
Nachdem ich das Ding so lange hatte, kann ich in Wahrheit eine ganze Menge sagen. Das Lenovo Mix 630 hat einen Snapdragon 835 Prozessor, 8 GB Arbeitsspeicher und eine 128 GB große SSD. Wer sich ein bisschen mit Hardware auskennt, wird vielleicht wissen, dass der Snapdragon 835 ein Smartphone-Prozessor aus dem Jahr 2017 ist. Und dann läuft darauf auch noch Windows 10. Das klingt beim ersten Hören ziemlich mies, oder? Ist es aber nicht. Ist es ganz und gar nicht. Die Alltagsperformance mit Microsoft Edge und mit Store-Programmen ist sogar richtig gut. Man muss halt aufpassen, dass man möglichst nur ARM-kompilierte Programme und Apps darauf verwendet. Desktop-Programme könnt ihr verwenden, aber diese werden eben emuliert. Es reicht halt locker für Programme wie Spotify und WhatsApp Web. Auch Chrome läuft gerade noch okay, würde ich sagen. Firefox gibt's übrigens schon als natives Programm für Windows 10 ARM, also habt ihr hier eine gute Alternative, wenn ihr Edge nicht benutzen wollt. Aber für anspruchsvollere x86-Programme ist es halt einfach nicht gedacht. Ich kann mich damit abfinden, das eine oder andere billige YouTube-Thumbnail auch mal in Paint 3D zu gestalten oder mein Gesicht für ein Instagram-Foto in der Fotos-App von Windows 10 annehmbar schöner zu machen. Ehrlicherweise würde ich mehr auf einem ultramobilen Tablet ohnehin nicht machen wollen. Wenn es aber irgendwann mal zu einem Notfall kommen sollte und ihr ein Bild unbedingt kurz mal mit Photoshop bearbeiten müsst, dann könnt ihr es zumindest installieren und teilweise nutzen. Es ist langsam, aber grundsätzlich läuft es. Wir haben hierzu übrigens auch ein Video gemacht, das ihr jetzt in der Infokarte finden werdet. Zusammenfassend zur Performance möchte ich sagen, dass es für den Alltag gut genug ist. Surfen im Netz gerne auch mal mit ein paar mehr Tabs, Bearbeiten von Office-Dokumenten, Betrachten von Videos und natürlich Netflix schauen ist problemlos möglich. Ja, die Performance ist bei YouTube und Facebook etwas schlechter, aber das liegt aktuell einfach daran, dass Facebook ziemlich scheiße programmiert ist und Google Microsoft Edge sowie Firefox absichtlich ausbremst. Bald wird aber Microsoft Edge die Engine von Chromium verwenden und dann ist im Web ja alles wieder gut. Von der Performance von Windows 10 ARM möchte ich jetzt noch ein bisschen zum System kommen, bevor die Akkulaufzeit zum Thema wird. Im Grunde schränkt euch das System ja nicht wirklich ein. Ihr könnt installieren, was ihr wollt. Ob es dann perfekt läuft, ist eine Frage der Leistung. So ist es aber auch bei einem Celeron oder Atom Laptop. Klar, Premiere Pro läuft aber halt echt nicht gut. Hier hat man dann noch zusätzlich bei x86 Desktop-Programm ein bisschen mehr Probleme, aber grundsätzlich läuft ja alles. Ansonsten hat man aber ein Windows-System mit all seinen Vorteilen und Nachteilen. Die Vorteile sind natürlich ordentliches Fenstermanagement, echtes Multitasking und ein kompletter Dateimanager ohne Einschränkungen mit Unterstützung für jede externe Hardware, die ihr an den USB-C-Anschluss am Mi 630 dranhängen könnt. Zum Vergleich nehme ich gerne mal das iPad Pro her. Welche Mühe ihr dort habt, eine ZIP-Datei zu entpacken oder Fotos von einer SD-Karte zu importieren. Diese Probleme habt ihr hier einfach nicht. Das iPad unterstützt zum Beispiel nicht die Übertragung von Dateien per USB-Stick, auch wenn ihr einen entsprechenden Adapter habt. Es geht einfach nicht. Da sehe ich bei Windows 10 ARM enormes Potenzial und große Vorteile zu iOS oder Android. Jetzt aber wirklich zur Akkulaufzeit. Der Snapdragon 835 Prozessor ist unglaublich effizient und in Kombination mit dem riesigen Tablet-Akku sind hier echt gute Laufzeiten möglich. Lenovo gibt hier einen Wert von 22 Stunden an, den man bei Netflix im WLAN geschafft haben will. Bei wenig anspruchsvoller Videowiedergabe wie eben bei Netflix schafft das Tablet aber doch sehr solide 18 bis 19 Stunden in meinem Test. Das ist schon die doppelte Laufzeit von dem, was Apple beim iPad Pro überhaupt angibt. In der Realität schaffen die Tablets aber solche Werte bei normaler Nutzung natürlich nicht. Es kommt hier aber auch ganz auf die Verwendung an. Wenn ich bei hoher Helligkeit viel im Internet surfe, E-Mails schreibe und es eben im Alltag ganz normal benutze, komme ich locker auf 14 Stunden. Dreht man die Helligkeit etwas zurück auf etwa 30%, was voll und ganz ausreicht, wenn man zum Beispiel im Büro arbeitet, dann schafft man auch an die 16 Stunden. Was man halt schon merkt, ist, dass die Akkulaufzeit bei der Nutzung von x86 Desktop-Programmen, wie zum Beispiel Spotify, kürzer wird. Vor allem, wenn die Desktop-Programme auch noch einen lästigen Hintergrundprozess haben, wird die Performance gebremst und die Laufzeit schmilzt auf Werte zwischen 8 und 12 Stunden. Wenn Spotify wieder einmal wegen deren wirklich bescheidener Umsetzung nicht komplett geschlossen wird und ein Prozess im Taskmanager übrig bleibt, kostet das beim Lenovo Mi 630 natürlich mehr Leistung als beim herkömmlichen x86 Windows Tablet, weil ja auch der Hintergrundprozess hier emuliert werden muss. Damit muss man halt aktuell umzugehen wissen und zum Beispiel einfach den Hintergrunddienst deaktivieren. Man kann dann nur hoffen, dass die Entwickler irgendwann ihre Desktop-Programme auch für ARM kompilieren, aber das hängt dann eher vom Erfolg dieser Plattform ab und wer jetzt schon kauft, investiert in Wahrheit in ein System, das noch ordentlich Potenzial nach oben hat. Vor allem wenn dann noch die Engine von Microsoft Edge auf die von Chrome umgestellt wird, ist auch der Browser keine Problemzone mehr. Also, wie ist mein Fazit zum Lenovo Mi 630? Insgesamt, nach mehr als 6 Monaten täglicher Nutzung, positiver
als ich es mir anfangs gedacht hätte. In Wahrheit viel positiver. Ehrlich gesagt dachte ich sogar, dass ich das Ding schon nach ein paar Tagen für meinen alten Laptop weglegen würde. Aber es bietet halt genug Leistung für den Alltag, läuft mit Windows 10 und kann somit schon von Grund auf so viel mehr, als man bei Android oder iOS sogar mit Apps erreichen kann. Man muss es halt dann doch eher als eine Alternative zum Surface Go oder zum iPad Pro sehen und nicht so sehr als Surface Pro 6 Konkurrent. Und ja, die Windows 10 ARM Geräte sind besonders zum Start preislich eher bei den Pro-Tablets von Microsoft und Apple angesiedelt. Ganz ehrlich, da sehe ich auch das Lenovo Mix 36 einfach nicht. Es wäre mir einfach keine 1000 Euro wert. Aber zu den Preisen von etwa 500 Euro, wo man aktuell ein Surface Go ohne Zubehör bekommt, kann ich es mir schon gut vorstellen. Denn in Wahrheit wird man unter 500 Euro kein Windows 10 Tablet finden mit einem guten Display, Windows Hello, einer großartigen Akkulaufzeit, Stiftunterstützung und einer guten Performance für Alltagsaufgaben sowie dann natürlich auch noch LTE. Wenn ihr es also günstig bekommt, kann ich das Lenovo Mix 630 eigentlich nur empfehlen. So, und das war's auch schon mit diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich sehr über einen Daumen hoch sowie über ein Abo freuen, wenn ihr noch mehr Tipps, Tricks und Tests zum Thema Windows 10, Xbox und Surface sehen wollt. Vielen Dank fürs Zusehen, tschüss und bis zum nächsten Mal.